Die Südumgehung macht die Natur kaputt und bekommt dem Wanderer gar nicht gut. Der Besucher bleibt dem Buchwald fern, denn Autolärm hat er gar nicht gern. Und in Hattenrod sucht man neue Mieter, die Wohnqualität, die ist hinüber. In Burgartsfelden nervt die Kartbahn sehr, sie brauchen keine Südumgehung mehr. An der Jassala, wo die Frösche quaken und sich im Tal die Rehe laben, wird Pflanze, Mensch und das Getier vertrieben werden, das glauben wir. Der Lehrer schließt die Fenster zu, sonst haben die Schüler keine Ruhe. Der Kamen werden die Pferde scheu, die Reiter bleiben ihr nicht treu. Im Martinsheim drehen die Bewohner durch, da geht es ihnen wie dem Lurch. Die Grillhütte im Land bleibt leer, es kommen keine Griller mehr. An der Jassala, wo die Frösche quaken und sich im Tal die Rehe laben, wird Pflanze, Mensch und das Getier vertrieben werden, das glauben wir. Der Fuchs verlässt nicht mehr seinen Bau, der Dachs bleibt lieber bei seiner Frau. Die Zauneidechse ist am Fluchen, sie kann den Teich Molch nicht mehr besuchen. Der Ameisenbläuling flattert umher, er findet keine Ameisen mehr. Der Grasfrosch wurde platt gemacht, die Südumgehung, die ist sein Grab. An der Jassala, wo die Frösche quaken und sich im Tal die Rehe laben, wird Pflanze, Mensch und das Getier vertrieben werden, das glauben wir. Der Laubfrosch kommt nicht im Buchwald an, es hindert ihn die neue Bahn. Dann verabschieden sich die Orchideen, sie wollen dort nicht länger stehen. Die gelbe Säcke geht leider ein, die Abgase sind für sie gar nicht fein. Der Waldkauz versteht die Welt nicht mehr, wo kommt der viele lärmlos her? An der Jassala, wo die Frösche quaken und sich im Tal die Rehe laben, wird Pflanze, Mensch und das Getier vertrieben werden, das glauben wir. An der Jassala, wo die Frösche quaken und sich im Tal die Rehe laben, wird Pflanze, Mensch und das Getier vertrieben werden, das glauben wir.